Meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte zuerst Kapitän hier an Bord recht herzlich willkommen heißen. Möchte Ihnen kurze Regeln mitgeben: Das Rauchen ist auf dem gesamten Schiff verboten. Wenn Sie Abfall haben, bitte bringen Sie den Müll zum Buffet. Wir entsorgen ihn für Sie, dass er nicht im See landet. Wir würden gerne ein sauberes Schiff und einen sauberen See haben. Dankeschön. Welcome on board, ladies and gentlemen, the captain speaking. I would like to give you some more rules. Smoking is not allowed on the whole ship. If you have any trash, please take it down to the buffet so it doesn't end up in the lake. We want the lake to be clean. Thank you. See und die Umgebung geben. Sie befinden sich hier in der Weltmeerregion Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut. Der Hallstätter See verbindet die vier Weltmeergemeinden Hallstatt-Urgau, Bad Bösern und Gosau als Zentrum. Und er wird öfters auch als Fjord des Salzkammerguts bezeichnet. Er ist der fünftgrößte Salzkammergutsee nach dem Appersee, Braunsee, Mondsee und Wolfgangsee. Er hat eine Fläche von knapp 9 Quadratkilometer und eine Länge von 8,6 Kilometer und die größte Breite zwischen Hallstatt und Obertraum gemessen beträgt 2,2 Kilometer. Durchschnittliche Tiefen weist der See von 80 bis 100 Meter auf. Seine tiefste Stelle beträgt 125 Meter. Die Wassertemperatur ist bei diesen Gebirgsseen meist niedrig, da das ganze Jahr über Schmelzwasser vom Dachsteingletscher in den See fließt. Die Wassertemperatur kann aber in den Sommermonaten bis zu 24 Grad erreichen. Der Hallstätter See hat Trinkwasserqualität. Es besteht schon seit Jahren eine Ringkanalisation der drei anrainer Gemeinden zum Rheinhalteverband Hallstätter See. Es kommt kein Abwasser mehr in den See rein, darum ist auch der Hallstätter See ein ausgezeichnetes Fischwasser. 12 verschiedene Fischarten finden wir im See. Der meist vorkommende Fisch ist die Rheinanke und der Saibling. Die Berufsfischerei wird von den österreichischen Bundesforsten betrieben, die auch Seebesitzer sind. Der Hallstätter See hat den Status eines Privatgewässers der österreichischen Bundesforste. Die Berufsfischer angestellt haben, die von April bis November ca. 7 Tonnen Edelfisch